gutes, neues, gesegnetes Jahr. Das wünsche ich euch allen im F12, aber euch daheim, die online dabei schauen. Und ich bin so gespannt, dass wir in diesem Jahr alles miteinander erleben werden, was Jesus tut in unserem Leben, in unserer Mitte, in unserer Kirche, in deinem Leben. Hey, da bin ich wirklich mega gespannt. Und ihr dürft auch gespannt sein, was das neue Jahresmotto wird sein. Das dürfen wir noch nicht verraten, aber es kommt dann ein Vision Sunday. Und ich hoffe, die findet es genauso cool, wie wir das letzte Jahresmotto hatten: Expecting to win, den Heiligen Geist wirklich erwarten. Ich möchte dann das neue Jahr anfangen mit etwas vom Kostbarsten, das wir haben. Nämlich das hier. Die Bibel. Das Wort von Gott. Und ich möchte als allererstes dir so ein bisschen mit einnehmen. Ich habe ein neues Thema, das wir dieses Jahr durchgeben möchten. Nämlich das Buch, das Leo und Susanne geschrieben haben: Bibel lesen wie niemals zuvor. Das sind 31 Möglichkeiten, wie man die Bibel lesen kann, wie ihm Gott begegnen kann in der Bibel. Und der Leo und ich werden heute zusammen die Message machen. Und da kannst du gespannt sein. Wir nehmen ein Teil von dem raus, nämlich wie kann ich die Bibel in einem historischen, in einem geschichtlichen, einen kulturellen Background auch lesen, damit ich es besser verstehe, was gibt es da für Aussagen drin, wenn ich so ein bisschen den Umstand weiss. Aber ich möchte dich mit einladen, auch dich daheim, und zwar, nimm doch dein Handy vor, und ich möchte dich fragen, ja gut, es ist eine anonyme Abstimmung, du musst dich nicht outen, wir sehen es nicht, wir können dich zurückverfolgen. Wie liest du die Bibel eigentlich? Liest du sie häufig? Hin und wieder, selten oder nie. Da haben wir einen QR-Code, den wir euch gerne zeigen möchten, wo wir nachher eine Umfrage machen auf Slido. Ich hoffe, der kommt. Genau, wir sind gerade dran, das einzublenden, damit ihr alle könnt machen könnt, könnt ihr so fotografieren und könnt mal mir eine Antwort geben. Könnt alle mitmachen, gell? Aber es ist anonym, wir können nicht zurückverfolgen, aber wir nicht mal wundern. So, dir daheim, aber auch dir hier im Saal innen. Ja, wie leset ihr eigentlich eine Bibel? Wie liest ICF Bern Bibel? Häufig, selten, ab und zu oder eigentlich nicht? Wir haben ja von 63 Teilnehmende, also wir können noch ein bisschen mehr. Es sind schon 80 dabei, also das sieht sehr gut aus. Also sind durchaus Bibellesende. Könnt die Bibel lesen, ab und zu, immer wieder, häufig, hin und wieder, selten, nie, bis jetzt 2% gesagt. Aber man kann so sagen, ungefähr so 80%, grob 80%, merci vielmals für die Abstimmung, auch ihr daheim, so 80% von euch nehmen das Buch immer wieder in die Hand und lesen drinnen. Das ist recht eine hohe Zahl. Da bin ich recht stolz auf euch. Weil ihr seid nicht so mit dem Durchschnitt drin. Nämlich den Durchschnitt, den ich eine Folie mitgebracht, Umfrage in Deutschland von 2015, wo die Statistik gemacht hat, häufig sind nur 5%. Dann hin und wieder 12%. Das sind zusammen 17%, wir sind 80%. Also super cool. Selten oder nie über die Hälfte in der Bevölkerung von Deutschland, wir können vielleicht auf die Schweiz übertragen, liest das Buch eigentlich nie. Ist ja logisch, wir sind Christen, wir lesen das Buch. Die Umfrage ist gemacht worden über die gesamte Bevölkerung. Das muss man schon noch sehen. Aber trotzdem, es gibt ganz viele Menschen, die das Buch nicht lesen, nicht kennen und nicht mit dem unterwegs sind. Und wenn wir das Buch lesen, dann möchte ich euch so kurz 5 Tipps geben, die ich denke, die wichtig sind. Erstens, mach es routinemässig, nicht die Bibel lesen. Immer wieder für den gleichen Ort, zur gleichen Tageszeit, so wie du merkst, da kann ich Ruhe finden. Da ist meine Zeit, wo ich nicht gestört werde mit diesem oder jenem oder einem. Und ich kann mir gut vorstellen, alle die, die kleine Kinder haben, wie herausfordernd das ist. Als unsere Kinder klein waren, habe ich gesagt, ich stehe früh auf, um 5 Uhr. Dann sind sie noch nicht wach. Kannst sicher sein, die haben gehört, als ich aufgestanden bin. Sie sind um 5 Uhr vorgekommen. Nein, gut, ich mache noch früher, um 4:30 Uhr. Die sind ja aufgekommen. Um 4 Uhr habe ich auch angefangen. Die sind immer aufgekommen, wenn ich bin aufgestanden bin. Und ich habe wirklich leise gemacht, das immer mitbekommen. Wenn ich auf den Berg oder shoppen wollte und so weiter. Das ist sehr schwierig, aber es ist schon eine Durchstrecke. Zieh es einfach durch, wenn es so gut wie es geht.
Lies vielleicht, wenn du neu bist im Glauben, in den ersten vier Evangelien im Neuen Testament, von dort an und nicht vielleicht beim zweiten Mose oder dritten Mose, wo es um das Gesetz geht. Das wird ein bisschen schwierig. Such dir die richtige Übersetzung. Es gibt Bibeln, die schon übersetzt sind, wie zum Beispiel Hoffnung für alle. Wenn du diese Bibelübersetzung liest, merkst du, das ist schon ich interpretiert. Elberfelder ist sehr genau am Urtext griechisch und latinisch und aramäisch, also griechisch und hebräisch, griechisch und hebräisch. Das ist sehr nach Elberfelder oder auch NGU, Neue Genfer Übersetzung, ebenfalls. Also nimm die Bibel, die du merkst, die spricht am meisten zu mir. Denn was ich auch angefangen habe, ist die Bibel auf YouVersion zu lesen, aber mit einem Hörbuch gleichzeitig. Das heisst, jemand liest mir die Bibel vor und ich lese nachher. Warum? Weil ich wieder nicht abgelenkt bin mit meinen Gedanken. Probier es mal aus. Die Bibel vorlesen gibt viele Hörbücher und gleichzeitig mitlesen. Ist sehr angenehm, sehr ergiebig. Jemand liest die Bibel vor, ist mega cool. Wenn es möglich ist, lese die Bibel gemeinsam. Vielleicht kannst du mit jemandem einen Bibellesenplan auf YouVersion teilen, wo du mit jemandem sagst, komm, wir lesen jeden Tag drin, wir teilen den Bibellesenplan miteinander, eine Woche, einen Monat, wie auch immer. Was ich mir angewandt habe, ist, ich lese immer die Bibel. Also fast ausnahmslos bei mir als Small Group. Ein Part von meinem Small Group Abend ist immer, wir lesen zusammen eine Bibel in der Bibel einen Abschnitt. Und die dann miteinander austauschen oder so. Also gemeinsam Bibel lesen ist etwas, was uns hilft, dran zu bleiben. Denn wie kann ich die Bibel verstehen? Also wenn ich sage, das Buch hier ist mein Lebenskompass, es ist mein Wegweiser, dann muss ich mir Gedanken machen, ja okay, was ist denn die Bibel für mich? Und was sagt die aus? Die Bibel verstehen heisst, sie ist ermutigt, also sie ist mal inspiriert. Sie ist von Gott inspiriert, sie ist vom Heiligen Geist inspiriert. Menschen haben es geschrieben, aber sie sind inspiriert worden von Gott. Und Gott redet durch die Bibel zu mir. Das ist für mich das Allerwichtigste an diesem Buch. Gott offenbart sich in der Bibel mir als Klösel. Sie ist verbindlich. Sie ist verbindlich, sie ist Gottes Wort. Es gibt nichts nebendran, noch links oder rechts, wo ich auch noch die gleiche Stellenwert gebe. Und Gott muss sich in der Bibel selber mitteilen. Und zwar nicht nur mal vorläufig, sondern immer wieder und immer wieder. Und es ist eine Autorität, die mir hilft, mein Denken zu verändern und mein Leben zu verändern. Ich weiss, Gott kann mir auch anders begegnen, auch in Träumen, mit Gedanken, mit anderen Menschen. Irgendwie, aber ich glaube, am meisten bei mir offenbart sich Gott und Jesus aus der Bibel. Sie redet zu mir, sie ist lebendig. Das Buch, das mich allermeisten verändert, nicht ein Wissenschaftsbuch, nicht ein Leidenschaftsbuch, nicht irgendeine andere Theorie, sondern das hier verändert mein Leben am allermeisten. Weil die Bibel liest mich. Sie ist verständlich. Die Bibel liest mir selber. Wenn ich in der Bibel innen lese, dann zeigt mir die Bibel auf, was sind meine Stärken, meine Schwächen, wo muss ich mein Denken verändern, wo muss ich das Handeln verändern. Die Bibel liest eigentlich mich. Gottes Wort redet zu mir durch die Bibel durch. Und sie ist heilig, weil ich fest glaube, in der Bibel innen sehen wir die ganze Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat. Was er will, in welcher Beziehung er mit uns möchte drin sein. Und ich möchte heute in die Bibel eintauchen, ganz praktisch mit einer Geschichte. Und zwar ist die Geschichte im Johannesevangelium 4. Kannst du die nachher lesen? Die meisten von euch kennen sie schon. Das ist die Geschichte von der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Da wollen wir heute ein bisschen eintauchen in die Bibel. Und dann auch im Kontext, warum Samariter und Juden, warum haben die ein Ghetto miteinander, wie auch immer. Und die Geschichte, die Frau am Jakobsbrunnen, wird uns Elena erzählen. Genau, und die Geschichte fängt so an, dass Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Sichar war und unterwegs sind sie durch Samaria gelaufen. Dort, das war die Nähe von dem Feld, das damals der Jakob, seinem Lieblingssohn, Josef, geschenkt hat.
Die zwei haben neben dem Feld einen Brunnen gebaut, den Jakobsbrunnen. Und wo Jesus mit seinen Jüngern an diesem Brunnen vorbeigelaufen ist, ist er müde an den Rand Brunnen gehockt und seine Jünger sind schon mal weitergelaufen nach Sychar, um dort Essen einzukaufen. Es war so Mittagszeit rum und dann ist normalerweise niemand zum Brunnen gekommen, Wasser auffüllen, weil es einfach viel zu warm war. Und dann hat dann ist dann aber doch eine samaritische Frau gekommen und hat, um ihre Wasserkrüge aufzufüllen. Sie ist um die Mittagszeit herumgekommen, weil die anderen Frauen eigentlich nicht unbedingt mit ihr wollten Wasser auffüllen, weil sie es auch nicht so gerne hatten. Und dann, als sie ihre Krüge am Auffüllen war, hat Jesus sie gebeten, ihm doch ein bisschen Wasser zu geben. Da war die Frau mega überrascht, weil Jesus ein Jude war und normalerweise wollte die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Und da hat sie ihn gefragt, so, ja, du bist doch ein Jod. Wieso fragst du mehr nach Wasser? Ich bin doch eine samaritische Frau. Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, falls das geht. Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt? Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht. Ach ja? Was sagst du denn? Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser. Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast? Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Das wäre wirklich schön. Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden. Ich habe keinen Ehemann. Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt. Nein. Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe. Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Und genau, obwohl sie sich schuldig gefühlt hat, hat sie Jesus eine Frage gestellt. Sie hat gesagt, kannst du mir eine Frage beantworten? Und zwar... Gott, unsere Vorfahren hier auf diesem Feld, Gott anbetet. Wieso behauptet der Juden, dass man Gott nur in Jerusalem, beim Tempel, können anbeten? Da hat Jesus Folgendes darauf geantwortet. Sie sagen das, weil der Tempel dort ist. Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein. Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet. Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre. Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe? Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, so lange vertraue ich niemandem. Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen.
Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Genau. Und was mich an dieser Geschichte persönlich mega beeindruckt, ist, dass Jesus, obwohl er ein Jude war, aus Juden und Samariter nicht so gut miteinander hatte und sie eine komplett andere Tradition und Kultur hatten, ist er ihrer tiefsten Not mit so viel Liebe begegnet. Und in der nächsten Szene, die ist zwar nicht 1:1, steht nicht so in der Bibel, aber ich glaube, dass Jesus etwas in dieser Art und Weise zu ihr so gesagt hat. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig. Warum tust du das? Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. Du hast dir die Falsche ausgesucht. Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag? Ich werde von den anderen abgelehnt. Ich weiß. Aber nicht vom Messias. Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Herz und Verstand? Herz und Verstand. Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen? Bald. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich verspreche es. Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein. Und wo die Frau dann zurück in die Stadt gegangen ist, um allen von ihrer Begegnung mit Jesus zu erzählen, lesen wir Folgendes in der Bibel. Viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch 2 Tage länger. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Sie, die Samariterin, war die erste Frau, die erste Person, die den anderen Samariter im Dorf von Jesus erzählt hat. Und das, obwohl sie nicht zum jüdischen Volk gehört hat. Aber Papa, erklär uns doch, wieso sind die Juden und die Samariter überhaupt so verhasst gewesen? Ja, danke, Elena, für alles, was du uns mitgenommen hast in die Geschichte. Wir wollen heute Morgen ein bisschen Licht bringen, die ganze Bibel. He? Ein bisschen, wie war das denn genau, so im Kontext zusammen, das anzuschauen? Also als allererstes, die Juden und die Samariter, das waren 2 Völker. Und wir kennen die Geschichte, zum Beispiel das barmherzige Samariter. Eigentlich hat damals nie ein Samariter einem Jod geholfen oder ein Jod einem Samariter. Das hat es gar nicht gegeben, die haben gemieden, weil sie andere Ansichten hatten. Da komme ich dann später noch auf die Seite zurück. Und nie hat ein jüdischer Rabbi, wie es Jesus war, eine samaritische Frau angesprochen, weil die als unrein gehalten haben. Alles, was sie angelenkt hatten, alles, was sie berührt hatten, sie selber, sie unrein gewesen.
Und interessanterweise, das Land der Samariter war mittig zwischen dem Süden von Israel und im Norden von Israel. Wenn du vom Süden in den Norden wolltest, hast du immer durch Samarien durch müssen. Oder du hast einen riesen Bogen drumherum gemacht, weil man denkt, ich mache mich nicht unrein. Und warum war das so? Erstens, geschichtlicher Hintergrund sagt man, dass damals, wo Israel zusammen war, unter dem David, unter dem Salomo, war es eine Einheit. Nach dem Salomo hat sich das Volk geteilt, Norden und Süden. Die einen waren reicher als die anderen und die wollten Steuern zahlen gegenseitig. Das war ein Grund. Überlegungen vom jüdischen Glauben war ein anderer Grund. Und man hat das Land Israel eigentlich aufgeteilt in zwei Länder, nämlich in Judäa im Süden und in Israel im Norden. Im Norden haben 10 Stämme gelebt, im Süden haben 2 Stämme gelebt. Und der grösste Stamm war ja der Stamm von Juda. Darum hat man im Süden Judäa gesagt und im Norden hat man Samaria gesagt oder eben Israel den Namen behalten. Dann hat das Nordische überfallen worden von den Assyrern. Und der König hat die gebildeten und gelehrten Leute aus dem Israel weggenommen und hat sie verschleppt nach Assyrien und hat ein anderes Volk eingesetzt. Das war damals so die Art und Weise, wie man das Land erobert und unter Kontrolle gebracht. Man hat einfach die Völker verschoben und hat gesagt, so, ihr Samariter, ihr seid jetzt hier, ihr seid euch hier an und das andere Volk, die Gelehrten, die nehme ich weg. Also in dem oberen Teil von Israel sind plötzlich die Samariter die angesiedelt. Und die Samariter haben aber auch einen anderen Glauben gehabt. Die haben ihre Kultur mitgenommen in dieser Umsiedlung. Und weil aber gleich ein paar Israeliten ja dort waren, wir haben nur die Eliten mitgenommen, haben die Israeliten den Samariter erzählt, wer Jesus ist, also wer Gott ist und ihren Glauben. Das heisst, es hat plötzlich so ein Mischglauben gegeben bei den Samaritern zwischen ihrem Glauben und zwischen dem Glauben, den die Israeliten dort gelebt haben. Und darum haben auch die Israeliten gesagt, das ist eine unreine Geschichte, die glauben nicht wirklich, was Gott ist und wer Jahwe ist, was er mit unserem Volk los hat. Sie bringen ihre Kultur ein. Andy Struppler von Kambodscha hat mir mal erzählt, dass ihm eine Person erzählt hat, dass er für Jesus entschieden hat, ich glaube im Fall jetzt schon 50% an Jesus. Wie ist das möglich? Ja, weißt du, Jesus ist einer von meinen Göttern, dann habe ich noch den und noch den und noch den und noch den. Aber ich glaube schon 50% an ihn. Das ist schon recht cool. Und darum haben dann die Samariter den Glauben vermischt. Und das hat die Juden natürlich nicht gut geheissen. Das Zweite war, es hat eine Mischehe gegeben. Die haben sich miteinander verbunden, obwohl das streng verboten war. Und trotzdem hat es Ehen gegeben zwischen Israeliten und Samariterinnen. Oder Samariter und Israelitinnen. So, wo die Liebe halt hinfällt. Und auf jeden Fall, wo der Esra zurückgekommen ist, aus dem Exil von Assyrien oder der Babylonien, hat man dann gesagt, hey, wir müssen die Mischehen auseinandernehmen. Das tut aus dem Volk nicht gut. Und man hat das wieder getrennt. Reinrassig hier und reinrassig da. Also, komische Vorstellung, kann ich mir vorstellen. Für mich sind so gewisse Sachen in der Bibel, die ich zwar schon verstehe, aber wie manchmal denke, wirklich? Das steht so in der Bibel. Also, ich habe auch meine Fragen, wenn ich die Bibel lese, vielleicht auch du. Dann hat man natürlich gesagt, dass nur noch, wo man nach dem Exil den Tempel wieder aufgebaut hat in Jerusalem, hat man gesagt, das ist der wahre Ort, wo man Gott anbeten kann. Aber das Nordreich, die Samariter, haben gesagt, ja nein, wir haben ja nicht nach Jerusalem können. Darum haben wir auf dem Berg Gerazim einen Tempel gebaut, eine Opferstätte, einen Altar. Hier ist der wahre Ort, wo man Gott anbeten kann. Und die im Süden haben gesagt, nein, Jerusalem ist der wahre Ort. Mit dem Tempel, den früher der Salomo gebaut hat, wieder aufbauen. Zwar nicht mit dieser Pracht und nicht mehr so gross, aber das ist der wahre Ort. Und dann haben die ein Puffer bekommen, was ist der wahre Ort, wo man Gott anbeten kann. Hier oder da?
Die Juden haben nicht dorthin dürfen und die Samariter haben nicht nach Jerusalem dürfen. Mit das ihnen verboten, weil sie den Tempel sonst unrein machen würden. So Götzendiener und Glaubensbrüder hat so Hardliner gegeben bei den Juden. Einer von diesen Hardliner war der Rabbi Eliezer ben Hyrkanus. Er hat gesagt, am besten tun wir die Samariter wie Heiden behandeln. Unrein. Da haben wir keine Diskussionen mehr. Und der Gamaliel, ein anderer jüdischer Rabbi, war viel gemäßigter. Wir kennen ihn aus der Apostelgeschichte. Der hat gesagt, hey, wir müssen es einfach als Glaubensbrüder behandeln. Und so merkst du auch in der jüdischen Kultur, es hat so Hardliner gegeben, die gesagt haben, das gilt und den anderen haben das gilt. Sie waren selber in der jüdischen Kultur oder jüdischen nicht ganz klar gewesen, wie wollen wir mit diesen Samaritern umgehen. Wir können aber auf etwas zurückführen, das den Hass geschürt hat. Es hat sogenannte feindliche Übergriffe gegeben. Die Samariter haben die Juden blöd gefunden, die Juden haben die Samariter blöd gefunden. Was haben die Juden gemacht? Die Samariter gemacht? Sie haben Menschenknochen, das steht so geschichtlichen Abriss von Theodolos, die Menschenknochen in den neuen Tempel von Israel eingeschossen. Das heisst, sie haben ihn unrein gemacht. Die Juden sind aufgrund von dem fast durchgedreht und haben eine samaritische Reisegruppe befallen und tötet. Und das hat der Hass zwischen diesen Gruppen immer noch geschürt. Das siehst du heute auf der ganzen Welt. Die eine Gruppe gegen die Gruppe. Wo zwei Gruppen aufeinandertreffen, wo eine Gruppe die andere Leid zufügt, gibt es einfach eine Explosion. Es gibt einen Krach, es gibt eine Katastrophe. Also das war so der grobe Hintergrund gewesen, von dem Text mit dieser Frau, dieser samaritischen Frau, dem Jakobsbrunnen. Du merkst, zwischen Jesus als Rabbi und dieser Frau, das waren unglaubliche Spannungen. Darum konnte die Frau am Anfang nicht verstehen, wenn Jesus ihr sagt, hey, bitte gib mir etwas zu trinken. Er redet mit ihr im 1:1. Und erschrocken und erstaunt fragte sie, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich, eine samaritische Frau, um Wasser? Und dann merkst du, das war eine Spannung in diesem Brunnen. Das war nicht so einfach, ich gebe dir etwas Wasser und du tust mir ein bisschen Wasser schöpfen oder wie auch immer. Sondern das sind kulturelle Spannungen aufeinandertroffen. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wenn wir den Kontext haben, was will das uns sagen? Ich habe zwei, drei Sachen mir überlegt. Das eine, wie denke ich, über die Ausgrenzung anders denkender Menschen. Tue ich anders denkende Menschen ausgrenzen? Das könnte der Bibeltext uns sagen. Oder fragen. Wie denke ich über andere Kulturen? Wie denke ich über Ausländer und Ausländerinnen, die bei uns leben? Das kannst du jetzt aufgrund aus diesem Bibeltext, wenn du die Bibel liest und der Heilige Geist bittest, dass er mit dir die Bibel liest, dass er Licht in dein Leben einbringt. Wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Und du mit ihm die Bibel liest, ihn fragst, hey, was sagt der Bibeltext mir? Das könnte aber ganz etwas anderes heissen. Das könnte auch heissen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Diese samaritische Frau ist plötzlich bewusst worden, von mir steht der Messias. Von mir steht der Auserwählte. Von mir steht der, wo ich schon lange darauf hoffe. Und in diesem Film, was mir so mit den Tränen in die Augen treibt, ist so wie, ich warte auf den Messias, damit er dieser Welt eine Ordnung schafft, aber auch in mir eine Ordnung schafft. Das war ihre Aussage.
Ist Jesus für dich der Messias, den Gott geschickt hat, um deinem Leben eine Ordnung und eine Richtung zu geben? Ist er wirklich der Messias, der gestorben ist für dich? Wo alle Schuld, egal was du gemacht hast, und ob du 5 Ehen hast gehabt, oder 5 Männer hast gehabt, wie bei ihr, wo damals ganz schlimm war, dass plötzlich keine Rolle mehr spielt, und er sagt, ich verurteile dich nicht. Wer ist denn Jesus für dich? So könnte die Bibelstelle aus dem Johannes 4 einfach zu dir reden. Darum ist es mega wichtig, dass wir die Bibel lesen. Nächsten Sonntag wird der Dr. Stefan Wenger da sein, er wird erklären, wie die Bibel entstanden ist und warum er als Theologe, der die Bibel in- und auswendig kennt, immer wieder fast täglich liest. Ich glaube, die Bibel redet zu uns. Die Bibel liest uns. Sie liest dich. Sie liest deine Gedanken. Sie liest deine Gefühle. Sie liest deine Emotionen. Sie liest deinen Background. Die Bibel widerspiegelt uns. Darum, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wie es im 1. Korinther steht, ist es much entscheidend, dass wir die Bibel immer wieder lesen. Auf verschiedenste Art und Weise. Heute in diesem Kontext, warum Samariter und Juden das Heu nicht auf der gleichen Bühne hatten. Ich möchte mit euch beten. Und nach dem Gebet möchten wir Folgendes machen. Andrea wird erklären, Anfangsjahr haben wir bei Privileg und das Vorrecht, Menschen dürfen zu segnen, Menschen dürfen zu salben, zu ölen, für das neue Jahr. Du wirst nachher können vorkommen, einen Bibelvers ziehen, es werden 4 Leute vorne sein, Andrea, Ed und Gabi. Du kannst zu irgendjemandem gehen, sie werden dich ölen und segnen für das neue Jahr. Und vielleicht mit einem prophetischen Wort auch heimschicken. Und du wirst ein Zettel ziehen können, aus der Bibel, ein Bibelvers. Und lass auf dich wirken, was sagt er mir? Lies er mir? Was sagt er aus über mich? Was wird Gott mir sagen mit dem? Lass den Bibelvers auf dich wirken, heute am Sonntag, in der kommenden Woche. Vielleicht hast du schon eine Antwort, vielleicht kommt sie erst später, I don't know. Aber zieh das Wort Gottes im neuen Jahr. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass Gott zu dir durch seine Bibel redet im neuen Jahr. Und dass du Jesus und ich, wir zusammen als Kirche Jesus ähnlicher werden. Lass uns aufstehen, zusammen beten. Ich danke dir, Jesus, für das wunderbare Wort. Ich danke dir, dass wir die Bibel haben, das Wort Gottes haben, das inspiriert ist von dem Heiligen Geist, das inspiriert ist von dir, Gott, das inspiriert ist, der Menschen, die diese Bibel schon gelesen haben. Ich danke, dass du Licht bringst in die Bibel, in unser Verständnis, in unseren Alltag, in unser Leben. Ich danke, dass die Bibel so ein Wegweiser sein soll, wie wir unser Leben leben sollen. Ich danke, dass wir so ein kostbares Buch haben, wo deine Absichten, deine Liebe, deine Fürsorge, deine Barmherzigkeit, deine Gnade schlussendlich uns so krass entgegenkommt. Und Jesus, wir wollen das wertvolle Buch, das du uns gegeben hast, wirklich ehren und achten und drinnen lesen und uns leiten von dem, was du drinnen geschrieben hast. Ich bitte dich für die, die online sind, ich bitte dich für all die, die in diesem Saal drinnen sind, dass diese Bibel, dass deine Bibel in diesem Jahr zu uns wird reden. Auf eine übernatürliche Art und Weise, wie wir es nicht vorstellen können. Und wissen, jetzt hat der Heilige Geist geredet. Jetzt hat eine Person über mich prophezeit, die von dir wird sein, Gott. Danke für das kostbare Buch, das wir haben bekommen. Amen. Hey, so cool, hast du dir die Message angeschaut? Vielleicht hast du noch Menschen in deinem Umfeld, die das Thema auch interessiert, dann darfst du sehr gerne den Link weiterschicken. Oder für weitere Messages kannst du den YouTube-Kanal abonnieren. Ja, unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ganz wenigen, sondern auf der Grosswürdigkeit von ganz vielen aufbauen. Wenn du uns finanziell unterstützen willst, dann danken wir dir von ganzem Herzen. Du kannst mit dem nächsten QR-Code mit uns gerne in Kontakt treten oder weitere Informationen zum ICF Bern bekommen. Und sonst laden wir dich ganz herzlich ein, um mal in eine Live-Celebration zu kommen. Und es würde uns freuen, dich dort zu begrüßen.